Eine ambulante Wohngemeinschaft ist eine Wohnform, die privates Wohnen mit Versorgungssicherheit kombiniert. Ich kümmere mich darum, dass die Bewohner ihre Mahlzeiten bekommen. Wir erbringen auch medizinische Behandlungspflege, wie beispielsweise Medikamentengabe, Verbände, Blutdruck und Blutzuckermessen. Kurzprogramm in der Stadt zum Festauftakt der St. Sebastian-Schützen. Nach einem kurzen Krisengespräch wurde beschlossen, sich nicht lange mit Reden und Ständchen aufzuhalten. Der Regen trieb die Schützen in die trockene Höhle. Trotzdem, so viel Zeit musste sein, eröffnete Vorsitzender Christoph Rapp das Fest und stellte die Jubelkönigin und Jubelkönig vor. Die Sonne strahlt, sie lacht, wir wollen etwas, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir wollen jetzt sehen, dass wir zügig in die Höhle kommen. Von daher wird sie auch beginnen. Vor 50 Jahren, leider verstorben, unser Königspaar Paul Lahmann und Margarete Preuß. Vor 40 Jahren Ulla Hedfeld und Helmut Lampfermann. Helmut Lampfermann leider verstorben. Aber heute bei uns Ulla Hedfeld. Wir werden jetzt mit unserem Oberst, unserem Adjutanten Andreas, nimm die Parade ab, zur Höhle, zum Rathaus den Vogel holen. Auch da werden wir nur aufmarschieren, Vogel holen und dann zur Höhle runter. Ansprache des Bürgermeisters gibt es in der Höhle. Von daher alles runter in die Höhle, hinter der Musik bleiben, die weiß, wo es hergeht. Auf geht's! In Balve bedient der Bürgermeister die Schützen, damit nicht zu viel Regen in die Gläser tropft. Schnell ging es auch mit dem Vogel abholen. Und wenn der Bürgermeister nicht das Rathaus verlassen will, beschleunigt das der Vorsitzende. Auf geht es zur Höhle.